Die heile Welt der DDR und ihre Rituale. 7. Parteitag 1967. Walter Ulbricht, der erste Sekretär des ZK der SED, gefeiert wie ein großer Diktator. Rechts neben ihm Erich Honecker, Ulbrichts bester Schüler und 4 Jahre später sein Nachfolger. Ich darf den Delegierten und Gästen unseres 7. Parteitags mitteilen, dass auf dieser konstituierenden Sitzung des Zentralkomitees unser hochverehrter Genosse Walter Ulbricht zum ersten Sekretär des Zentralkomitees gewählt wurde. Wohl nicht zu betonen, dass diese Wahl einstimmig erfolgte. Ulbricht und Honecker. Ihr wichtigstes Credo, die entscheidende Frage ist die Machtfrage. Nacheinander regieren sie die DDR, insgesamt 40 Jahre lang. 7. Oktober 1949. Die DDR wird gegründet. Die Demonstration der Jugend begann. Eine Demonstration, die unvergesslich war. Junge Menschen, die froh und selbstbewusst die Geburtsstunde ihres Staates feierten. Das Zentrum der Macht, die Parteizentrale der SED in Berlin. Hier tagt auch das Politbüro, die eigentliche Regierung der DDR. Die Parteivorsitzenden sind Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl. Doch der starke Mann ist Walter Ulbricht, der Generalsekretär. Er legt die Tagesordnung für das Politbüro fest. Und er beherrscht die Techniken der Macht am besten. Seine Eigenschaften waren unglaublicher Fleiß, Genauigkeit, Arbeitseifer, aber immer nur Personen, Funktionäre. Macht einsetzen, Macht ausüben, den Machtapparat erweitern. Er hatte keinerlei andere Interessen, keine Kunst, keine Literatur, keine Musik, keine Natur. Selbst bei Frauen war ich mir manchmal unklar, ob er jemals ein Liebesverhältnis hatte haben können. Das alles gab es nicht. Und was für mich besonders erschütternd war, ich war ja ein ideologischer Funktionär, Ulbricht interessierte sich gar nicht für die Ideologie, für Marx, Engels und Lenin. Interessierte sich gar nicht. Nur die Nutzanwendung. Also er sagte, was schreibt die Pravda dort. Und da gab ich kurz, aber was er praktisch brauchte. Ulbrichts wichtigste Frage bei allem, was wir für das Politbüro eingereicht haben und die Fragen seiner Mitarbeiter im Büro des Politbüros lauteten von vornherein, haben das die sowjetischen Freunde gesehen? Welche Stellungnahme haben sie dazu? Was haben sie gesagt? Und erst dann, wenn diese Fragen klar beantwortet werden konnten, hatte überhaupt eine wichtige Vorlage Chancen, in die Tagesordnung des Politbüros aufgenommen zu werden. Das Geheimnis seiner Macht liegt in Berlin-Karlshorst, dem Sitz der sowjetischen Kontrollkommission. Walter Ulbricht ist Vertrauensmann der Sowjets und ihr wichtigster Gesprächspartner. Und Ulbricht warb niemals um jemandes Gunst von der Leitung der sowjetischen Kontrollkommission. Weder bei Tschuikow, noch bei Semjonow, noch bei Kobulow. Und die waren oft dabei, alle. Etwa 4, 8 Mann. Und diese Eigenschaft der Kriecherei, die es manchmal bei manchen vorkommt, er war ihm völlig fremd, Ulbricht. Ja. Er sagte, was er wollte, er streitete, oft schlug mit der Faust auf den Tisch, um seine Argumente zu belegen, ja, überzeugender zu belegen. Aber man wusste immer, wenn die Entscheidung getroffen ist, kann man ruhig wegfahren. Der Beschluss wird erfüllt, so wie er in diesem Gremium bei Tschuikow getroffen worden war. Walter Ulbricht,
1893 in Leipzig geboren. KPD-Funktionär schon in der Weimarer Republik. Die Kriegsjahre verbringt er in Moskau. Dort erlebt er die Allmacht Stalins und wird zu dessen bedingungslosem Gefolgsmann. Geprägt von den Erfahrungen des Moskauer Exils kehrt er im April 1945 nach Berlin zurück. Stalins verlängerter Arm in Deutschland. Ein fast bauernschlauer Instinkt über die Wandlungen der politischen Linie mit der Zielsetzung, sich dann darauf einzustellen. Und er konnte und das durchzusetzen. Er war der Durchführer. Er ist ein Mensch gewesen, der im Unterschied zu vielen anderen den Streit liebte. Der wollte die Diskussion. Das fand ich sogar als etwas Gutes an ihm. Er hat ja immer später auch zu den Sitzungen des Zentralkomitees viele Leute hinzugezogen, Wissenschaftler, Praktiker, um zu einer durchdachten Beschlussfassung zu kommen. Das fand ich gut. Und wenn dann einmal entschieden worden war, wenn einer nicht durchgekommen war mit seiner Meinung und wollte sie dann hinterher weiter vertreten, dann wurde er ärgerlich und dann wurde er ganz streng, super streng. Und wenn einmal einer bei ihm verdorben hatte, glaube ich, hat er lange Zeit damit leben müssen, er war nachtragend. Erich Honecker, Jahrgang 1912. Er kommt aus dem Saarland. In den 20er Jahren tritt er dem Kommunistischen Jugendverband bei. In der Nazizeit arbeitet Honecker in der Illegalität. 1935 wird er von der Gestapo verhaftet. Während des Krieges sitzt er im Zuchthaus Brandenburg-Görden. Im Mai 1945, nach der Befreiung, trifft er Walter Ulbricht. Schnell wird er zu einem seiner wichtigsten Mitstreiter, zum Vorsitzenden der FDJ und Kandidaten des Politbüros. Die Qualitäten des radelnden Jugendfunktionärs in Ulbrichts Augen: ein antifaschistischer Lebenslauf und bedingungslose Ergebenheit gegenüber der Partei und der Sowjetunion. Doch ahnt niemand, dass aus ihm einmal der mächtigste Mann der DDR werden wird. Er hat, wenn man das so nennen darf, die Politbürositzungen am häufigsten geschwänzt und kam heraus, unterhielt sich mit allen Möglichen und kam mir vor wie ein Bruder Lustig, so habe ich sie immer genannt. Er war locker, er machte Witze, er war nicht so verkrampft wie viele andere und hat zu dieser Zeit nicht den Eindruck vermittelt, als fühle er sich als ein künftiger erster Mann. Er wurde also ihm auch nicht sonderlich ernst genommen. Bruder Lustig wird Honecker nicht lange bleiben. Der Aufstieg bringt Veränderungen. Honecker erhält einen neuen Wagen und einen Schatten. Mitarbeiter der Staatssicherheit, gleichzeitig Bodyguard und Aufpasser. Er hat nicht viel über politische Fragen mit sich diskutieren lassen. Auf der anderen Seite aber so ein bisschen den Bürgerlichen gespielt, der auch gerne mal den Sicherheitskräften entfleucht wäre und den Wagen mit Blaulicht und Sicherheitsaufpassern der Staatssicherheit nicht so gerne mochte. Aber ich hatte nicht den Eindruck oder auch nur das Gefühl, da ist ein großes theoretisches Niveau. Ich habe mich immer für wissenschaftliche Fragen interessiert und habe gedacht, naja, das ist bei dem Ulbricht kannst du vielleicht noch darüber diskutieren, aber bei dem Honecker sprich lieber von was anderem. Das, nicht? Der spielte gern Skat und hatte gern die Mädchen und trank auch mal ganz gern. Alles in der FDJ-Zeit, muss man sagen. Ein Bekannter von mir, der leider schon längere Zeit verstorben ist, der früher auch im Zentralrat der FDJ tätig war, Wolfgang Steinke hieß er. Und der hat für Honecker, mit dem er sehr gut bekannt war, besser als ich, immer die Alimente bezahlt an verschiedenen Stellen in der DDR. Ja? Also das war Tatsache. Ja? Seit 1949 ist Honecker mit Edith Baumann verheiratet. Doch die Ehe funktioniert nicht. Mehrmals wird Honecker für seine Affäre mit der attraktiven Margot Feist, aus der sogar eine Tochter hervorgeht, zur Rede gestellt. Erst als die Partei ihn auffordert, endlich reinen Tisch zu machen, kommt es zu Scheidung und neuer Heirat. Die DDR Anfang der 50er Jahre. Ein zerstörtes Land. Besonders die mitteldeutsche Industrieregion ist von den Bombenangriffen der Alliierten hart getroffen worden.
Große Teile der verbliebenen Produktionsanlagen sind von der sowjetischen Besatzungsmacht demontiert. Ein schwieriger Neuanfang. Es ist Kalter Krieg. Deutschland ist ein geteiltes Land. Berlin-Pankow-Majakowski-Ring. Das sogenannte Städtchen. Hier wohnt, wie die meisten hohen Staats- und Parteifunktionäre der DDR, auch Walter Ulbricht mit Ehefrau Lotte. Jeder Besucher muss zunächst einen Passierschein vorweisen und die doppelte Postenkette passieren, um zu Walter Ulbricht in die Privatwohnung zu gelangen. Wenn ich mich erinnere, wie es in der Wohnung aussah, Möbel, so in Chippendale-Art, ein Plüschsofa, sicher, der Raum war groß, es war eine für damalige Verhältnisse sehr repräsentative Sitzgruppe in dem Haus. Aber Ulbricht habe ich in Hausschuhen erlebt, eine Hausstrickjacke übergezogen, Lotte in einem einfachen Hauskleid. Und wenn man denn etwas zu tun hatte und es sich anbot, dass man auch etwas trank, dann brachte sie Wasser, so sehr gern schon nicht einmal Kaffee. Ulbricht selber trank ganz selten Kaffee, er trank eher Tee, aber eben auch Wasser. Ansonsten war er sehr genügsam. Das war, wie gesagt, ein Verhältnis Mann-Frau, bei dem, so wie man es heute sagen würde, Walter Ulbricht die absolute Hausmannsrolle spielte. Und man nirgendwo den Eindruck hatte, dass Lotte was zu sagen hätte oder reingeredet hätte. Die Ehe ist kinderlos. Ulbrichts adoptieren ein Mädchen, Beate. Plötzlich sah ich in Seehaus, da hatte er wohl geglaubt, er ist alleine. Da hatte er seine Tochter Beate auf dem Schoß. Und war auch so irgendwie, wie man so mit dem Kind ist, sehr lieb und so. Und plötzlich sieht er mich und schob sie sofort weg. Und es war so komisch, es ist doch nett, wenn man seine Kinder umarmt und so. Da dachte ich, er wollte kein Gefühl zeigen. Der Mann ohne Gefühl ist auch ein Mann ohne Freizeit. Wolfgang Leonhard erlebt ihn bei einer Geburtstagsfeier. Wie immer bastelt Ulbricht am Netzwerk der Macht. Und wenn man da näher kam, dann hörte man Kader. Fragen. Den Otto nehmen wir aus Stralsund und stecken nach Potsdam. Und den Heinz, den von Potsdam, den stecken wir nach Halle. Nehmen und stecken. Das war das Lieblingsgespräch, wobei ich sehr bald herausbekam, dass es immer darum ging, man brauchte Fachleute. Er sagte also, das ist ein Fachmann, sagen wir mal für Sozialfürsorge oder für Medizin, Gesundheit oder so. Das ist ein Fachmann, aber ein bisschen weich. Da braucht man zu seinem Stellvertreter einen Harten. Da, der Harte. Da, der Erwin aus Rostock, der wird der Stellvertreter. Aber dann brauchen wir jemanden für den Erwin. Dann nehmen wir den aus Halle. Und nehmen und stecken. Das tat er in seiner privaten Zeit. Ulbrichts Musterschüler Honecker. Seine erste große Bewährungsprobe. Die Weltfestspiele der Jugend in Berlin 1951. Von Ulbricht ist er mit der Leitung des Organisationskomitees beauftragt. Die FDJ soll sich der Weltjugend als schlagkräftiger Jugendverband präsentieren. Doch in Berlin lockt die Großstadt. Viele Jugendliche nutzen die Gelegenheit zu einem Schaufensterbummel auf dem Kudamm. Und der Westberliner Senat tut alles, um die Überlegenheit des Kapitalismus zu demonstrieren. Die FDJler werden im Westen kostenlos verpflegt. Besonders mit den begehrten Südfrüchten, mit Bananen und Apfelsinen. Honeckers Image ist angeschlagen. Seiner FDJ wird politische Unzuverlässigkeit vorgeworfen. Er plant eine spektakuläre Aktion. Hans Modrow erinnert sich. Und dann saßen wir in der Nacht und berieten und diskutierten in der Führung der Weltfestspiele, zu der ich ja gehört als Landesvorsitzende. Und Erich Honecker kam mit der Überlegung und sagt, und dann machen wir eine Demonstration und dann zeigen wir, dass wir geschlossen kommen. Wir scheuen uns nicht, nach West-Berlin zu gehen.
Und da waren wir uns auch einig, dass leitende Funktionäre mitgehen, dass wir teilnehmen und dass wir dann in West-Berlin zeigen, die FDJ ist da. Ein Spiel mit dem Feuer in der Frontstadt Berlin. Die West-Berliner Polizei antwortet auf die fröhliche Invasion der Jugend mit Gummiknüppeln und Wasserwerfern. Es gibt fast 1000 Verletzte und sogar Schwerverletzte. Auswertung im Politbüro. Honecker wird Leichtsinn und Sorglosigkeit vorgeworfen. Ulbricht hat Mühe, seinen Zögling zu verteidigen. Honecker selbst lässt die Kritik kalt. Er ist vom Propagandawert der Aktion überzeugt. Zitat: Im Übrigen haben wir festgestellt, dass wir mit 100.000 FDJlern in der Lage wären, West-Berlin innerhalb von 2 Stunden zu besetzen. Wenn wir das gut organisieren und wenn wir das wollen. Juli 1952. Ulbricht proklamiert ein neues Ziel. Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse, aus der werktätigen Bauernschaft, aus anderen Kreisen der Werktätigen hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Aufbau des Sozialismus. De facto eine Verschärfung des politischen Kurses. Auf Kosten der Konsumgüter wird die Schwerindustrie forciert. Im ganzen Land beginnt die Kollektivierung der Landwirtschaft. Die Kehrseite: Versorgungsengpässe. Unmut in der Bevölkerung. Ulbricht nimmt es in Kauf. Was zählt, ist nur der Aufbau des Sozialismus, die Diktatur des Proletariats. Sein 60. Geburtstag steht vor der Tür und soll groß gefeiert werden. Ein DEFA-Dokumentarfilm über sein Leben ist bereits fertig. Eine Festschrift für Ulbricht ist geplant und im ganzen Land sollen Würstchenbuden und Tanzkapellen für ein Volksfest sorgen. Walter war ein guter und fleißiger Schüler. Er wusste nämlich, dass man lernen muss, um einmal im Leben seinen Mann zu stehen. Besonders dann, wenn man gegen Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen will. Das ganze Politbüro ist mit den Geburtstagsvorbereitungen beschäftigt. Im Juni soll die Filmpremiere sein. Doch alles bleibt ein Wunsch. Die Ereignisse überschlagen sich. Alle Feierlichkeiten werden abgeblasen. Der Film verschwindet im Archiv. Am 5. März 1953 stirbt Stalin, der Vater der Völker, Ulbrichts und Honeckers geliebter und gefürchteter Lehrmeister. Ulbricht bei der Totenwache in Moskau, bestürzt und schockiert. Was wird nun werden? Welchen Weg werden Stalins Nachfolger einschlagen? Trauerfeier in der Berliner Stalinallee. Auch Honecker ist von Stalins Tod erschüttert. Zu einem engen Mitarbeiter sagt er, er habe Angst, dass alles, was seit 1945 aufgebaut worden sei, nun zusammenstürzen wird. Die neue Führung in Moskau. Ein Triumvirat. Der künftige starke Mann, Nikita Chruschtschow. Die Berichte aus der DDR sind alarmierend. Der Aufbau des Sozialismus führt geradewegs in die Krise. Entscheidung in Moskau, ein neuer Kurs muss her. Das Politbüro in Ost-Berlin soll ihn beschließen. Ulbricht wehrt sich. Vergebens. Aus der DDR ein Wirtschaftswunderland zu machen, das wäre ihm nur recht gewesen. Wogegen er sich gewehrt hat, war, dass im Zusammenhang mit dem Beschluss über den neuen Kurs die Partei Fehler eingestehen sollte, wie sie es dann auch getan hat. Das heißt, im Zusammenhang mit dem Aufbau des Sozialismus seien
übereilte Schritte gegangen worden, das sei ein Fehler gewesen, die müsse man nun zurücknehmen und gewissermaßen die verfehlte Politik korrigieren. Dieses war für Ulbricht unannehmbar. Die Partei bezeichnete sich selber als die Verkörperung der kollektiven Weisheit. Und eine solche Partei macht keine Fehler. Als der neue Kurs im neuen Deutschland verkündet wird, wird er von der Bevölkerung als das wahrgenommen, was es in Ulbrichts Augen auch war. Ein Zeichen der Schwäche. Am 16. Juni bricht der Aufstand los. Die Demonstranten fordern wirtschaftliche Zugeständnisse, freie Wahlen, aber vor allem den Rücktritt Ulbrichts. Ihre Losung: Der Spitzbart muss weg. Ulbrichts DDR am Ende? Der nächste Morgen, es ist der 17. Juni, bringt keine Entspannung der Lage. Jetzt nimmt die Besatzungsmacht die Angelegenheit in die eigenen Hände. Das gesamte Politbüro wird nach Karlshorst evakuiert. Nur wenige deutsche Genossen halten im ZK-Gebäude im Stadtzentrum die Stellung. Unter ihnen ist Karl Schirdewan, mit dem Ulbricht telefonisch Kontakt hält. Ulbricht fragt: Na Karl, was ist? Und er erzählt, so, am nächsten Tag habe ich von Alexei Kalitnikow erfahren, er erzählt ihm, eine Menge besoffener junger Leute drängt sich in das Gebäude des ZK ein. Die Fensterscheiben sind im Erdgeschoss kaputt, im zweiten zum Teil kaputt und sind dabei, in das Gebäude einzudringen. Das war die Antwort von Schirdewan. Und ich höre das nicht, beobachte nur Ulbricht, der vor mir sitzt. Ulbricht hört das und nach den Worten "sind dabei einzudringen" legt er den Hörer ab, wird bleich und sagt: Aus. Nicht für mich, hat so für sich das Gedanken laut, innere Gedanken. Sagt er laut: Aus. Ulbricht glaubt alles verloren. Im Karlshorst zur Untätigkeit verurteilt, sieht er mit an, wie die sowjetischen Genossen die Niederschlagung des Aufstandes vorbereiten. Um 13 Uhr verhängt Generalmajor Dibrowa den Ausnahmezustand. Nur Panzer können die DDR jetzt noch retten. Nie wird Ulbricht diesen Tag und seine Angst vergessen. Die Angst vor dem eigenen Volk. Gespannte Ruhe am Morgen danach. Hinter den Kulissen beginnen die Auseinandersetzungen. Im Politbüro ebenso wie im FDJ-Zentralrat. In den Beratungen, die wir im Sekretariat haben, kommt zur Sprache, wer war mutig, wer war nicht mutig, wer hat sich zurückgezogen und hat überhaupt nicht mehr politisch agiert, wer hat den Zentralrat oder andere Einrichtungen die Tür geschlossen und sich dahinter verbarrikiert. Und Erich legte Wert darauf, dass er, und das bleibt in meiner Erinnerung, in Babelsberg war, im Lokomotivwerk, und er dort aufgetreten ist dann und hat dort gesprochen und hat versucht, die Politik der Partei mutig zu vertreten. Und da legt er Wert darauf, dass er zu denen gehörte, die mutig diesen 17. Juni auch in der Öffentlichkeit, dann auch in den politischen Entscheidungen der Parteiführung verteidigt hat. Im Politbüro kommt es zu heftigen Debatten. Ulbrichts erste große Machtkrise. Er wird für den Aufstand verantwortlich gemacht. Sogar sein Rücktritt als Generalsekretär wird gefordert. Honecker zögert. Auf wessen Seite soll er sich stellen? Was ist, wenn Ulbricht unterliegt? Es bleibt ihm keine Wahl. Er selbst ist angegriffen. Fast als einziger ergreift er für Ulbricht Partei. Ich glaube schon,
dass vielleicht sogar schon 1953 diese Etappe eingetreten ist, als Ulbricht die heftigen Auseinandungen zum Politbüro hatte und Honecker auf seiner Seite stand, der 19 Jahre jüngere. Vielleicht ist damals schon 1953 sozusagen in ihm die Idee gereift, Honecker dann als zweiten Mann heranzuziehen. Ulbricht bleibt Sieger, mit Rückendeckung aus Moskau. Aber wenn man so will, hat der 17. Juni ja praktisch Ulbricht gerettet. So paradox das klingen mag. Denn da hatte natürlich Chruschtschow in Moskau andere Probleme als nun in der DDR. Also Führungsprobleme zu klären. Honeckers Position ist weiterhin gefährdet. Abschied von der FDJ. Ulbricht schickt ihn nach Moskau auf die Parteihochschule der KPdSU. Nicht zuletzt, um ihn der Kritik aus den eigenen Reihen zu entziehen. Der Lehrgang für das Studium an der Parteihochschule 1955 bis 1958 war schon beschlossen worden. Es waren 20 Teilnehmer aus unserer Partei, der SED, die nach Moskau fuhren. Und nachträglich gab es den Beschluss, dass Honecker auch in dieser Gruppe hinzugefügt wird. Und das Politbüro hatte, oder Sekretariat hatte schon beschlossen, dass ich der Reiseleiter bin, dieser Gruppe, die nach Moskau fuhr. Und Honecker wurde dann, weil ich schon Reiseleiter war, als Stellvertreter beschlossen. Und für mich war das undenkbar, als kleiner Mitarbeiter des Zentralkomitees ein Mitglied des Politbüros unter mir zu haben. Und ich bin dauernd zu ihm gegangen und habe gesagt, ob er jenes macht oder ob ich das machen soll und so weiter. Und er hat gesagt, du bist der Chef, du kannst mir Aufträge geben. Februar 1956. Abflug der SED-Delegation zum 20. Parteitag der KPdSU in Moskau. Dort erwartet sie Ungeheuerliches. In einer Geheimrede rechnet Chruschtschow mit den Herrschaftspraktiken Stalins ab. Ein Idol wird vom Sockel gestoßen. Stalins Leichnam wird aus dem Lenin-Mausoleum entfernt. Sein Name verschwindet. Die Entstalinisierung beginnt. Ulbricht lehnt die Kritik an seinem politischen Idol ab. Stalinismus und Personenkult habe es in der DDR nie gegeben, argumentiert er. Reformen wie in der Sowjetunion seien also gar nicht nötig. Ganz im Stillen wird dann doch etwas entstalinisiert. Ich möchte etwas klarstellen. Sie haben eben gesagt, eine Entstalinisierung sei nicht notwendig. Nun habe ich aber selbst etwas davon gesehen. In Rostock sind Straßennamen und der Name eines Platzes geändert worden. Das ist auch in anderen ostdeutschen Städten geschehen. Was meinen Sie nun, wenn Sie sagen, eine Entstalinisierung sei in diesem Lande nicht notwendig? Could you explain what you mean when you say that no destalinization is needed in this country? Ich habe jetzt beendet. No, it's finished now. In der SED gärt es. Vor allem ein Mann macht sich zum Fürsprecher der Entstalinisierung. Karl Schirdewan. Mitglied des Politbüros, zuständig für Kaderfragen. Nebenbei ein alter Intimfeind Erich Honeckers. In der sowjetischen Botschaft unter den Linden ist Schirdewan ein gern gesehener Gast. Die Sowjets behandeln den Gegenspieler Ulbrichts wie dessen möglichen Nachfolger. Ende 1957 Festempfang beim sowjetischen Botschafter Puschkin. Wir waren in der Sowjetbotschaft und plötzlich hatte hier der Botschafter Puschkin Karl zur Seite genommen und verschwand mit ihm, wahrscheinlich in seinem Arbeitszimmer. Na jedenfalls, ich wusste auch nicht was, aber Puschkin hatte Karl da erklärt, so erzählte mir das Karl hinterher, dass also hier Wünsdorf und die Botschaft, dass sie hinter Karl ständen, sie kennen die Auseinandersetzung und sie würden Karls Position vertreten und ihm auch helfen. Ulbricht ahnt, was Schirdewan vorhat. Doch für den Moment kann er nicht mehr tun, als den mutmaßlichen Konkurrenten überwachen lassen. Aber vorher nun, ich wusste ja auch nicht, wo er unbedingt war, dann kam also der Paul Ferner, der ja immer so ein, Karl nannte ihn immer das Hündchen von
Der fragte immer, wo ist Ulbricht, wo macht er Urlaub, damit er ja in der Nähe war. Und der kam also ständig, wo ist dein Mann? Keine Ahnung, irgendwo muss er hier sein. Und es war so offensichtlich, dass man alles beobachten wollte, was Karl tat. Karl ist bei Puschkin, dem sowjetischen Botschafter. Sinngemäß, aber sehr genau, gebe ich jetzt das wieder, sagte Scherdewan. Genosse Puschkin, wir wissen, dass Ulbricht eine enorme Erfahrung hat, Lebenserfahrung. Dass es für ihn in der DDR jetzt als erster Sekretär der SED, SZK der SED keine Alternative gibt. Nur er kann die Partei und den Staat weiterführen. Aber Sie als großer Bruder, Sie als die Sowjetunion mit Ihrer riesigen Autorität können ihn beeinflussen, damit er seine nächste Umgebung, seine Kollegen in der Führung, nicht so malträtiert, wie er es manchmal tut. Der entscheidende Moment. Scherdewan fehlt die Härte und Entschlossenheit, Ulbrichts Ablösung zu fordern. Seine Haltung zu Ulbricht ist loyal, aber nicht loyal genug. Puschkin bedankte sich für das vertrauliche Gespräch und sagte ihm, er werde den zuständigen Dienststellen davon in Kenntnis setzen. Und ich habe ihn verabschiedet, begleitet bis zur Garderobe. Und in der Garderobe steht noch ein Halunke da, Paul Ferner. Als er Scherdewan sah, sagte er so böse, ach, da bist du gewesen. Zog seinen Regenmantel an und ist weggefahren, gleich. Ich habe das gar nicht, keine Bedeutung gemessen, diese Bemerkung. Ach, du bist es, da bist du gewesen. Aber in einer Woche oder in zwei Wochen gab es Tagung des ZK, wo Scherdewan ausgestoßen wurde aus der Führung der DDR. Scherdewans Schicksal besiegelt. Im Februar 1958 wird er aus dem Politbüro ausgeschlossen. Die Brandrede hält der aus Moskau zurückgekehrte Erich Honecker. Es gab von Honecker, lange bevor er dann selbst die Ablösung Walter Ulbrichts mit inszeniert hat, einen Satz, den er offen ausgesprochen hat: Wer Walter Ulbricht angreift, greift die Partei an. Die Treue wird belohnt. Nach und nach überträgt Ulbricht seinem Getreuen eine Schlüsselstellung in der Partei nach der anderen. Honecker avanciert zum zweitwichtigsten Mann der DDR. War später zu bemerken, dass Ulbricht Honecker bevorzugt, indem er ihn ständig vorne an dem Tisch an der Stirnseite neben sich sitzen hatte und alles mit ihm abstimmte. Er übertrug ihn dann auch die Leitung des Sekretariats, was ein riesiger Vertrauensbeweis für Honecker war. Ob es für Ulbricht die glücklichste Entscheidung war, möchte ich bezweifeln. In der Zeit zwischen Frühjahr 1958 und Herbst 1960 entsteht im Norden Berlins die Waldsiedlung Wandlitz. Streng bewacht und abgeschirmt vom MFS-Regiment Felix Dzerzhinsky. Die Pläne für den Bau gehen zurück auf das Jahr 1953. Nach dem Aufstand vom 17. Juni sollten die wichtigsten Funktionäre der SED sicher und zentral untergebracht werden. Auch Ulbricht und Honecker ziehen hier ein. Ein Haus gleich dem anderen. Hier gibt es eigene Geschäfte und Freizeiteinrichtungen für die Nomenklatura. Für normale Bürger ist Wandlitz eine verbotene Stadt. Also da spielt sozusagen das Sicherheitssyndrom, also was einer solchen Partei eine Rolle spielt und in so einer Führungsspitze eine Rolle spielt, war ausschlaggebend dafür. Und man muss noch dazu sagen, dass Wandlitz keine Erfindung der SED war. Sondern Wandlitz ist hundertprozentig
also Moskauer Muster. Swantlitz war gewissermaßen das Symbol einer Abschottung der Führung vom Volk. Das ist das eigentliche Problem. Und weil um Wandlitz eine Mauer war, hat man Wunder gedacht, was dort war. Goldene Wasserhähne und möglicherweise Badewannen aus irgendwelchen besonderen, ja, wertvollen Teilen oder weiß ich was alles. Nachdem das nachher alles offen war, habe ich das Wort vieler gehört, die gesagt haben, naja Gott, es war ein kleinbürgerliches Dorf. Das Jahr 1961. Zu Hunderttausenden verlassen die Menschen die DDR. Besonders Fachkräfte setzen sich in den Westen ab. Die DDR-Wirtschaft vor dem Kollaps. Ulbricht weiß, dass er handeln muss. Seit Monaten drängt der Chruschtschow vergeblich zu einer Abriegelung der Grenze in Berlin. Der sowjetische Botschafter wird einbestellt. Ulbricht hofft auf Rückendeckung. Aber er sprach einfach davon, dass er als oberster Verantwortlicher für die DDR als Staat nicht mehr garantieren kann, dass er als einer der Führer der internationalen kommunistischen Bewegung nicht mehr garantieren kann, dass er seiner Aufgabe gerecht werden kann. Und bittet den obersten Chef, den Chruschtschow, zu informieren, dass es so ist. Und da hat er, glaube ich, die Wahl dem Chruschtschow überlassen. Chruschtschow zögert. Er kennt Ulbrichts Argumente gut, aber er kann die Reaktion der Amerikaner noch nicht einschätzen. Ulbricht wird ungeduldig. Er will nicht länger warten und beginnt mit den Vorbereitungen des Mauerbaus. Unter größter Geheimhaltung wird ein Planungsstab eingesetzt. Die Leitung überträgt Ulbricht Erich Honecker. Die Vorbereitung auf die Operation Rose beginnt. Am Anfang den Stacheldraht haben wir sogar zum Teil aus der Bundesrepublik importiert, damit wir den, weil wir gar keinen hatten in diesem Umfang hier. Und das ist für einen Geschäftsmann auch üblich, dass er das verkauft, was ein Kunde will. Also da soll man gar nicht so politisch ausschlachten hier. Da wollte ein Mann von mir immer wissen, welche Firmen das waren, aber ich möchte die in der Bundesrepublik nicht schädigen, die das gemacht haben. Mai 1961. Manöver des Warschauer Paktes in der DDR. Eine Drohgebärde gegenüber dem Westen. Die Berlin-Krise spitzt sich zu. Was plant Chruschtschow? Juni, Gipfeltreffen in Wien. Die erste Begegnung mit dem neuen Präsidenten Kennedy. Abschätzen, testen, pokern. Klar wird, die Amerikaner greifen nicht ein, wenn West-Berlin unangetastet bleibt. Berlin, wenige Wochen später. Die Entscheidung ist gefallen. Die Mauer wird gebaut. Entsprechende Gerüchte werden hartnäckig dementiert. Ich möchte eine Zusatzfrage stellen. Doher, Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. 12. August, der Tag vor dem Mauerbau. Ulbricht hat die ahnungslosen Mitglieder des Ministerrates und andere wichtige Funktionäre zum Kaffeekränzchen auf seine Datsche geladen. An diesem Tag will er sie alle bei sich wissen und unter Kontrolle haben. Honecker ist nicht dabei. Mit einer Blankovollmacht Ulbrichts ist er auf dem Weg nach Berlin. Am 13. August, 1.40 Uhr nachts, löst er den Gefechtsalarm aus.
Mauer und Stacheldraht quer durch die ganze Stadt. Spontane, verzweifelte Fluchtversuche. Und wieder ruft Ulbricht den sowjetischen Botschafter zu sich. Melden Sie dem Genossen Chruschtschow, Befehl ausgeführt, alles in Ordnung. Empfang beim Staatsratsvorsitzenden. Die heile Welt der Diktatur. Ulbricht kann zufrieden sein. Unliebsame Außeneinflüsse gehören nun der Vergangenheit an. Der Mauerbau wird zur zweiten Geburtsstunde der DDR. Ruhiger und zufriedener noch als vor einer Woche gehen die Menschen ihrer Arbeit nach, kaufen die Hausfrauen ein und wenn dieser oder jener, der sein Ohr an der falschen Welle hatte, ein bisschen spinnt, dann braucht er nur die Augen aufzumachen, um wieder auf den Boden der Realität zu gelangen. Was in den letzten 16 Jahren von Millionen Menschen nicht ohne Mühe, nicht ohne Anstrengungen, nicht ohne Schwierigkeiten aufgebaut und geschaffen wurde, das ist jetzt ein für allemal vor dem Zugriff fremder Hände gesichert. Ausbleiben werden damit auch viele jener Schwierigkeiten, die noch nie ein Zufall waren, sondern meist aus einer Gegend Berlins inspiriert wurden, die das Vorzeichen West trägt. Präsentation der Errungenschaften. Ulbricht und Chruschtschow beim Messerundgang in Leipzig. Auf dem Messegelände besuchte er auch westdeutsche Stände und von neuem tauchte in seinen Äußerungen und Reden der Wunsch nach engeren Handelsbeziehungen auf. Die DDR wird zu einem geachteten Partner im Ostblock. Aus dem Satellitenstaat wird ein kleiner Bruder. Der Aufschwung der 60er Jahre. Ulbricht setzt auf ein neues Wirtschaftskonzept. Das sogenannte neue ökonomische System der Planung und Leitung. Marktwirtschaftliche Kriterien sollen wieder stärker an die Stelle der Planbürokratie treten. In der Sowjetunion sieht man die ideologische Abweichung nicht so gern, auch wenn die Meinungsverschiedenheiten nach außen heruntergespielt werden. Viel schwätzt man in der Welt. Welche Beziehungen wir zur Sozialistischen Einheitspartei haben. Welche wir Beziehungen persönlich zum Genossen Walter Ulbricht haben. Ich kann Ihnen versichern, es lohnt sich nicht zu spekulieren. Walter Ulbricht. Genosse Walter Ulbricht ist der Modelltischler und ich bin der Schlosser. Unser Weg ist der gemeinsame Weg. Ulbricht und Chruschtschow auf einer Wellenlänge. Kurze Zeit später besucht der zweite Mann der KPDSU, Leonid Brezhnev, die DDR. Unter schlechten Vorzeichen. Die Differenzen über den wirtschaftlichen Kurs schwelen im Hintergrund. Und es gibt Gerüchte über Machtkämpfe in der sowjetischen Führung. Ulbricht hofft auf ein klärendes Gespräch beim Abendessen auf seiner Datsche. Das Abendessen verlief in offener und gemütlicher Atmosphäre. Und daraufhin sagte Brezhnev, Walter, mir ist unpässlich, ich muss mich hinlegen. Ulbricht war nur empört und hat mich angesprochen, verstehst du das? Er wartet denn nun auf das Gespräch? Es war einiges im Busch, aber was war im Busch war, wusste niemand. Aber wie gesagt, Brezhnev hat sich zurückgezogen. Dann, es kam zu keinem Gespräch über die Situation. Brezhnev war, ich möchte das heute mal so formulieren, zu feige. Die Stimmung ist gereizt. Der fast 15 Jahre jüngere Brezhnev ist keine Autorität für Ulbricht, der sich rühmt, Lenin noch die Hand geschüttelt zu haben. Und in dieser Situation macht Ulbricht einen folgenschweren Fehler. Er überlässt es Honecker, mit Brezhnev zusammen auf die Jagd zu gehen. Der Beginn einer Männerfreundschaft,
die fast 20 Jahre halten wird. Oktober 1964. Das ND meldet die Absetzung Chruschtschows. Ein harter Schlag für Ulbricht. Honecker hatte die Nachricht bereits zuvor von Brezhnev, dem neuen Kreml-Chef, persönlich erhalten. Verbissen, fast starrsinnig, hält Ulbricht an seinem Wirtschaftskonzept fest. Honecker macht gute Miene. Hinter den Kulissen aber arbeitet er bereits gegen den Parteichef. An seiner Seite viele Genossen, die sich von Ulbricht übergangen fühlen und seinem Automatisierungs- und Kybernetik-Spleen nicht folgen wollen oder nicht folgen können. Also man entdeckte die Kybernetik und dann wusste man nicht mehr, bauen wir den Sozialismus auf oder die Kybernetik. Das gab also Modelle und Netzwerke und so. Und kein Mensch verstand das mehr. Und das ersetzte die praktische Politik. Das war für die Menschen, für die normalen Bürger unverständlich. Die hatten ganz andere Sorgen, denn die DDR war ja nicht das Paradies. Das sollte ja mal geschaffen werden, aber das hat man zumindest damals bestimmt nicht erreicht. Und jetzt kam noch dazu, dass Ulbricht, das war erst einmal sehr richtig, sagte, wir müssen mehr arbeiten, bessere Arbeitsproduktivität erreichen, mehr erzielen und begründen das und sagte, aber das war so seine Standardlinie, wir müssen heute mehr arbeiten, damit wir morgen besser leben können. Nicht? Und die Leute sagten natürlich, naja, das ist ja schön und für die Jugend soll auch was haben, aber eigentlich, jetzt müssten wir auch schon einiges verbessern. Wie gesagt, es gab Überholen ohne einzuholen, Losung, die man nicht verstehen konnte, ja. Die zwar für den Einzelnen gedacht eine richtige Maßnahme sein können. Nicht das nur nachzumachen, was ein anderer schon konnte, sondern ganz Neues auszudenken, aber für eine Volkswirtschaft insgesamt ungeeignet ist. Deswegen war ich froh, dass ein Honecker neben dem Ulbricht entstand und immer mehr Macht auf sich konzentrierte, in der Hoffnung, dass er ihn mal ablösen wird. Honecker mobilisiert den Parteiapparat. In aller Stille bereitet er Ulbrichts Ablösung vor. Alles, was er von Ulbricht gelernt hat, setzt er nun gegen ihn ein. Systematisch wird Ulbricht isoliert. Wichtige Informationen, sogar Geheimberichte der Staatssicherheit, werden ihm vorenthalten. Und das war für mich zum ersten Mal ein, sagen wir mal, unmittelbares Signal, dass in der oberen Spitze irgendetwas nicht mehr richtig läuft. Denn ich sagte mir, wenn ich schon nicht mehr einen Generalsekretär, also wenn Berichte von uns nicht mehr beim Generalsekretär landen dürfen, was geht denn da vor? Merkt Ulbricht überhaupt, was da gegen ihn vorgeht? Er selbst hat Honecker an den Schalthebeln der Partei platziert. Nun muss er zusehen, wie dieser seine Machtposition immer stärker ausbaut. Die Jahre sind nicht spurlos an Ulbricht vorübergegangen. Er ist bereits über 70. Sommer 1970. Honecker glaubt sich kurz vor dem Ziel. Doch Ulbricht gibt sich noch nicht geschlagen. 1. Juli. Ulbricht holt zum Gegenschlag aus und setzt Honecker einfach ab. Aufregung in der Sowjetbotschaft unter den Linden. Ein verzweifelter, fassungsloser Erich Honecker verlangt den Botschafter. Doch Pjotr Abrasimov hält sich gerade in Moskau auf. Endlich gelingt es Sekretär Tarasow, eine Verbindung herzustellen. Abrasimov wird aus einer wichtigen Sitzung gerufen. Genosse Botschafter Pjotr Andrejewitsch, sagt Tarasow, bei Ihnen im Büro sitzt jetzt Honecker. Und er berichtet mir ganz aufgelöst darüber, dass gerade eine Sitzung des Politbüros stattgefunden hat. Auf Initiative von Walter Ulbricht ist er, Honecker, von seinem Posten als zweiter Sekretär abgelöst worden. Zugleich hat man sich entschlossen, ihn auf eine Parteischule zu delegieren, nach Leipzig oder Dresden. Jedenfalls bat er mich, die Führung der KPdSU über Sie, Genosse Botschafter, davon in Kenntnis zu setzen.
Unverzüglich setzt sich Abrasimov mit Brezhnev in Verbindung. Ohne die Nachricht auch nur zu kommentieren, gibt der Kreml-Chef seinem Botschafter den Auftrag, sofort nach Berlin zu fliegen. Wenige Stunden später ist Abrasimov wieder in der DDR. Er fährt sofort zu Ulbricht nach Dölnsee. Im Namen Brezhnevs verlangt er die Wiedereinsetzung Honeckers. No, was wird mir weiter gesagt? Nun, als Antwort sagt mir Walter, Honecker ist doch als Kommunist noch ein grüner Junge, der muss noch viel lernen. Ich erwidere, ist das etwa nicht genug? Diese Akademie, die er unter ihrer Leitung und an ihrer Seite absolviert hat. Da stutzte Walter Ulbricht. Und ich sagte dann, Genosse Ulbricht, ich möchte Sie jetzt um etwas bitten. Rufen Sie das Politbüro zusammen und stellen Sie alles so wieder her, wie es war. Eine schwere Niederlage für Ulbricht. Und Honecker setzt nach. Bei einem Kurzbesuch in Moskau will er Brezhnev von der Notwendigkeit der Absetzung Ulbrichts überzeugen. Doch Brezhnev ist plötzlich erkrankt und muss sich dringend einer Operation unterziehen. Honecker besucht ihn am Krankenbett. Das Gespräch ist ernüchternd. Zitat Brezhnev: Sprechen wir offen als Kommunisten. Walter hat Verdienste. Aber er ist alt. In 2-3 Jahren kann er sowieso nicht mehr die Partei leiten. Um es offen zu sagen, wir sind nicht dafür, Walter einfach auf die Seite zu schieben. Honecker auf dem Rückweg nach Berlin. Er will sich nicht länger von einem altersstarren Greis herumkommandieren lassen. Wie lange soll er noch warten? Freiwillig wird Ulbricht die Macht jedenfalls nicht abgeben. Etwas muss passieren, um Ulbricht auch in den Augen Brezhnevs untragbar zu machen. Nur was? Wieder in Berlin versammelt Honecker seine Getreuen. Ausgewählte Mitglieder aus dem Politbüro. Hinter dem Rücken Ulbrichts schreiben sie einen Brief an Brezhnev, der ihn jetzt endgültig davon überzeugen soll, dass Ulbrichts Zeit abgelaufen ist. Zitat: Leider können wir nicht umhin festzustellen, dass sich bei Genosse Ulbricht bestimmte negative Seiten seines Charakters immer mehr verstärken. Im Umgang ist er oft grob, beleidigend und diskutiert von einer Position der Unfehlbarkeit. Aus vielen Bemerkungen geht hervor, dass sich Genosse Walter Ulbricht gern auf einer Stufe mit Marx, Engels und Lenin sieht. Wir erwarten Ihre Antwort und Hilfe. Die Diplomatenpost ist nicht geheim genug für dieses delikate Schreiben. Der Brief wird von einem Sonderkurier und mit einer sowjetischen Militärmaschine direkt nach Moskau gebracht. Die Rechnung geht auf. Bei der nächsten Begegnung mit Brezhnev im April 1971 erhält Honecker endlich grünes Licht für die Absetzung Ulbrichts. Nach einer Reise nach Moskau zu Brezhnev war Honecker zu Ulbricht in diese Sommerresidenz in Dölln auf der 109 Richtung Prenzlau gefahren und ließ sich von Begleitkommando des Personenschutzes PS abholen und gab die Weisung, was für die Offiziere überraschend war, also nicht die übliche Bewaffnung bei einer solchen Fahrt, sondern Maschinenpistolen mitzunehmen. Hatte dann den Kommandanten des Objekts, also dieser Sommerresidenz, angewiesen, die Telefonleitungen zu unterbrechen zu Walter Ulbricht und war dann also zu Ulbricht gegangen. Nach einem anderthalbstündigen Gespräch, dessen Inhalt ich auch nicht kenne, hat sich dann Ulbricht bereit erklärt, sein Gesuch um Rücktritt an das Zentralkomitee zu unterschreiben. Das ist bekannt, dieses Gesuch, aber es ist bekannt und auch aus späteren Äußerungen von Walter Ulbricht, auch von Lotte Ulbricht, dass er dann von einem Putsch Honeckers und Mielkes sprach.
Ulbricht abgesetzt. Der 8. Parteitag steht vor der Tür. Wolfgang Schwanitz erlebt Ulbricht auf der Bezirksdelegiertenkonferenz. Zu unserem Erstaunen blieb Walter Ulbricht im Präsidium sitzen, Mutterseelen allein, völlig isoliert, niemand sonst neben ihm, vor ihm, hinter ihm. Niemand auch, der mal zwischendurch gekommen wäre und hätte diese peinliche Situation ein klein wenig aufgehoben, sodass er uns leid tat. Und das Ganze hat uns damals auch etwas nachdenklich gestimmt, das muss ich schon sagen, weil das eigentlich nichts mit zwischenmenschlichen Beziehungen im Sozialismus zu tun hatte. Es landet die Sondermaschine aus Moskau mit der Delegation der Kommunistischen Partei der Sowjetunion zum 8. Parteitag der SED. Flughafen Berlin-Schönefeld. Zur Begrüßung auf dem Rollfeld erscheint neben Honecker auch Ulbricht. Durch die Ereignisse der letzten Tage physisch stark mitgenommen. Die neuen Machtverhältnisse sind klar. Doch es gibt Unsicherheiten im Protokoll. Zum ersten Mal wird der obligatorische Bruderkuss im Fernsehen nicht gezeigt. Ulbricht wollte aus alter Gewohnheit der Erste sein. Doch Honecker, der neue erste Mann, schiebt ihn einfach beiseite. Das ist zu viel. Dem 8. Parteitag, der am Tag darauf eröffnet wird, bleibt Ulbricht fern. Aus Gesundheitsgründen. Doch hinter vorgehaltener Hand ist von politischer Krankheit die Rede. Der erste Parteitag ohne Walter Ulbricht. Und Erich Honecker ist endlich am Ziel. Es war frischer Wind, es war wirklich ein Luftzug. Man atmete auf, es gab Dinge und Thesen, die man unterstützen konnte und musste. Im Mittelpunkt aller Tätigkeit der Partei hat der Mensch zu stehen mit seinen, in seinem Wohlbefinden, in seinen Sorgen. Ulbricht bleibt Vorsitzender des Staatsrates. Ein rein repräsentativer Posten, ohne Macht. Und es passierte, ich glaube, mindestens eine Handvoll Male, dass Lotte Ulbricht bei mir zu Hause anruft und bittet, dass eine Meldung freigegeben wird, dass der Walter als Vorsitzender des Staatsrates, der er ja war, als Vorsitzender der SED mit der und der und der Aktivität eine Meldung bekommt. ADN teilt mit, die Meldung kann nicht freigegeben werden. Sie können darüber nicht entscheiden. Also war ich alleine, konnte ich entscheiden. War ich nicht alleine, musste ich Lambert suchen. Lambert suchte auf jeden Fall Erich Honecker und dann entschieden die, ob diese Meldung kommen kann. Das heißt, sie haben ihn wirklich gedemütigt und waren nicht bereit, eigentlich dem Protokoll Raum zu geben, das dem Vorsitzenden des Staatsrates zustand. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an die Tatsache, dass diejenigen, die vorher der Lotte Ulbricht um Bart gegangen sind, damit sie gute Beziehungen zu Walter haben, ja, dass diejenigen dann angefangen haben, auf Ulbricht zu schimpfen und gedrängt haben, dass der Name Ulbricht-Stadion weggemacht wird und dass das wieder Stadion der Jugend heißt oder irgendwie, dass die Leunawerke nicht mehr Walter Ulbricht-Werke heißen. Also das fand ich als absolute Schande eigentlich für unsere Partei. Das offizielle Foto zu Ulbrichts 78. Geburtstag. Ulbricht als Kranker, in Bademantel und Hausschuhen. Also für Honecker ist wichtig, dass das Image Ulbrichts schnell verblassen sollte. Das war eine ganz klare Geschichte. Wenn man jemanden absetzt, will man nicht noch, dass er daneben groß also herausgestellt wird. Und da erfüllt natürlich ein solches Foto, also wie der Mann also krank im Lehnstuhl sitzt, mindestens die Funktion, dass
also mindestens zwei Funktionen, dass der Mann, also dass von dem nichts mehr zu erwarten ist, dass er bedeutungslos geworden ist politisch. Aber zugleich erfüllt es auch den Sinn, dass klar wird, die Absetzung von Ulbricht war nicht irgendein Gewaltakt, sondern er befand sich in Einklang mit dem physischen Zustand dieses alten Herrn. Beide Dinge sind absolut, scheinen absolut geeignet, also diese Tendenzen zu verdeutlichen, an denen Honecker als dem Nachfolger gelegen war. Zwei Jahre später, der 80. Geburtstag. Wieder ist die Demütigung Absicht. Doch jetzt ist Ulbricht wirklich krank. Es wird sein letzter Geburtstag sein. Berlin im Sommer 1973. Erneut ist die Stadt Gastgeberin der Weltfestspiele der Jugend. In einer groß angelegten Aktion hatte Honecker zuvor asoziale, Vorbestrafte und Frauen mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr unter Hausarrest stellen lassen. Jetzt steht der Demonstration von Weltoffenheit und Toleranz nichts mehr im Wege. Die Frau des mächtigsten Mannes der Republik, Margot Honecker, spielt nur eine Nebenrolle. Honecker feiert sich und seine DDR. Die Ulbricht-Ära scheint überwunden. Walter Ulbricht, ohnehin schwer krank, hat sich auf seine Datsche am Döllensee zurückgezogen. Einsam und verbittert stirbt er hier am 1. August. Nur seine Frau Lotte ist bei ihm. Die Spiele gehen weiter. Angeblich hatte Ulbricht dies auf dem Sterbebett verlangt, auch wenn das Schlimmste für ihn selbst eintreten sollte. Doch Ulbrichts letzter Wille ist eine Erfindung des Politbüros. Der Festivaltrubel ist verrauscht, als Ulbricht zu Grabe getragen wird. Erich Honecker führt den Trauerzug an. Untrennbar war sein Aufstieg mit dem Ulbrichts verbunden. Was mag er in dieser Stunde fühlen? Trauer oder Erleichterung? Ulbrichts letzte Ruhestätte. In erlauchter Gesellschaft auf dem Gedenkfriedhof der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde. Die Nach-Ulbricht-Ära. Ein groß angelegtes Wohnungsbauprogramm läuft an. Honecker weiß, wie unbeliebt Ulbricht in der Bevölkerung war. Und er versteht es, sich selbst beliebt zu machen. Ein Jahr nach seinem Amtsantritt werden die Renten aufgestockt, die ohnehin niedrigen Mieten gesenkt und die finanziellen Zuwendungen für berufstätige Mütter erhöht. Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik heißt Honeckers Konzept. Aufbruchstimmung. Wir legen heute den Grundstein für den Palast der Republik, für ein schönes, ein bedeutendes Bauwerk im Zentrum der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik Berlin. Richtwohne auf! Der Palast der Republik.
gebautes Symbol der Honecker-Zeit. Hier gibt es saubere Toiletten, freundliche Kellner und das begehrte Wernesgrüner Pilsener. Honeckers Wunsch-DDR, auf wenigen Quadratmetern. Alle 5 Jahre werden hier auch die Parteitage zelebriert. Zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wurde Genosse Erich Honecker gewählt. Jubel als Selbstbestätigung. Als Bestätigung auf dem einzig richtigen, dem gesetzmäßigen Weg zu sein. Rituale, wie schon zu Ulbrichts Zeiten. Bei großen Festlichkeiten jetzt wieder an Honeckers Seite seine Frau Margot. Nur wenig dringt über das Privatleben der Honeckers nach außen. Gerüchten zufolge lebten die beiden jahrelang getrennt. Mit dem politischen Erfolg Honeckers scheint auch die Ehe wieder besser zu funktionieren. Honecker auf dem Zenit. In seine Zeit fällt auch die internationale Anerkennung der einst geächteten DDR. Höhepunkte: die KSZE-Konferenz in Helsinki im Sommer 1975. Und das Treffen mit Bundeskanzler Helmut Schmidt 5 Jahre später. Die internationalen Erfolge lassen die Probleme in der DDR in den Hintergrund treten. Er ließ sich davon tragen. Er nahm das auf wie ein Schwamm, solche Lobpreisungen, die ja auch nicht erfunden waren. Sie hatten ja einen realen Hintergrund. Ja? Das machte ihn in gewisser Hinsicht blind auf die wahre Entwicklung, oder er verdrängte sie. Ende der 70er Jahre zeigen sich die ersten Risse in Honeckers Erfolgsbilanz. Der neue Wohlstand ist ein Leben auf Pump. Kredite in Milliardenhöhe müssen aufgenommen werden, um die immer höheren Sozialleistungen zu finanzieren. Die DDR auf dem Weg in den Staatsbankrott. Die Bedenken seiner Wirtschaftsexperten will Honecker nicht hören. Ich wurde eingeladen ins Politbüro und habe dort im Politbüro als Gast gesagt, dass dieses Programm bei allen Fortschritten und guten Ideen, die da drin stehen, so nicht beschlossen werden darf, weil es nicht finanziert werden kann. Wenn es beschlossen wird, sprengt es den Plan, es sprengt die ökonomischen Möglichkeiten der DDR, es führt entweder zu einer Verschuldung gegenüber dem Westen oder es führt zum Rückgang der Investitionen, der Akkumulationen, da sägt man sich den Ast ab, auf dem man sitzt. Oder es führt zu beiden, was ja mindestens genauso schlecht ist. Und deswegen soll man das Programm nicht so beschließen, sondern soll die Maßstäbe und die Termine und alles nochmal neu vorlegen, sodass es finanziert werden kann. Ich wurde damals scharf beschimpft als ein Mensch, der die Beschlüsse des 8. Parteitags sabotieren will. Hat gleich die Regierung mit dazu genannt, die Plankommission und die Regierung, damit Stoff also nicht für mich auftritt. Ja. Und es wurde so beschlossen, einmütig hier. Ich hatte damals eine einmütige Front gegen mich hier, die bis in die Parteiaktivtagung unserer eigenen Plankommission ging. Und ich habe mir auch, also 3-4 Jahre gar nicht, ich habe mich gar nicht darüber freuen können, dass ich Recht behalten habe. Guten Abend, meine Damen und Herren. Als erster führender Vertreter der Bonner Regierungsparteien ist heute der CSU-Vorsitzende Strauß mit dem DDR-Partei- und Staatsratsvorsitzenden Honecker zu einem Meinungsaustausch zusammengetroffen. Die Sensation im Juli 1983. Franz Josef Strauß zu Gast in Honeckers Gästehaus. In geheimen Verhandlungen hatte der bayerische Ministerpräsident als Gegenleistung für Verbesserungen im deutsch-deutschen Grenzverkehr einen Milliardenkredit vermittelt. Machen Sie sich mit dem Gedanken vertraut, dass meine Reaktion auf unerfreuliche Vorkommnisse das auslösende Moment war für Gespräche, die zu einer erheblichen Veränderung an den Grenzen geführt haben. Strauß auf die Frage, warum er wohl eingeladen wurde? Bin ich überfragt. Hat sich ja zum Gespräch nicht ergeben.
aus einigen sehr freundlichen Komplimenten. Ja, also eigentlich war das nichts weiter als ein stinknormaler Kredit, denn wir haben nicht nur eine Milliarde, wir haben ja mehrere Milliarden jedes Jahr Kredit aufnehmen müssen. Gewundert habe ich mich nur, dass der Strauß auf einmal als der Mann im Hintergrund auftauchte hier. Und wir hatten ja eingeimpft bekommen, ja jahrelang, dass der Strauß einer der reaktionärsten Politiker der Bundesrepublik ist. Und da wunderten wir uns natürlich ein bisschen. Ja. Die DDR auf dem Weg in die Schuldenfalle. Dem stinknormalen Kredit folgen in den kommenden Jahren weitere Milliardenkredite. Der SED-Chef sucht die Annäherung an den Westen. Das Verhältnis zum sowjetischen Partner wird immer schwieriger. Feierstunde zum Jubiläum der Oktoberrevolution. Honecker fühlt sich souverän, doch er stößt an Grenzen. Links neben ihm der sowjetische Botschafter Pjotr Abrasimov. Er hat sozusagen hier, er hat sich ein bisschen aufgespielt als sowjetischer Gouverneur und hat versucht, nun bestimmte eine Rolle zu spielen, die ihm nicht zustand im Grunde genommen. Und wenn ich mal gesagt habe, ob das bei Ulbricht oder bei Honecker war, also das geht nur so, geht das nicht, weil wir können ja nicht, wie gebärdet sich denn der Mann und so weiter, hat man mir gesagt, hör auf, er vertritt unsere Interessen in Moskau genauso, wie er Moskau Interessen hier vertritt. Und das stimmte. Abrasimov hat nicht vergessen, dass er Honecker Jahre zuvor ins Amt gehievt hat. Und er lässt es ihn spüren. Aber es gab aus Äußerungen von Mielke dann in dieser Zeit schon Bemerkungen, dass es da eine Spannung gab, in manchen Dingen auch eine Kränkung gab und dass Abrasimov sich schon wie ein, nicht wie ein Botschafter, sondern wie ein Statthalter der Großmacht gegenüber ja, einem, ich will jetzt nicht das Wort Satelliten gebrauchen, aber de facto war es ja so. März 1985. Ein neuer Mann im Kreml. Michail Gorbatschow. Der Anfang vom Ende des Sowjetimperiums. Und da hat er seit Gorbatschow, daran will ich jetzt festmachen, die Linie vertreten, noch ganz offen gesagt, die das in der Sowjetunion anrichten, praktisch den Sozialismus zugrunde richten, sind intellektuelle Spinner. Und es hat in der Geschichte der Arbeit übrigens schon viele solche Beispiele gegeben, dass Leute, die ihre proletarischen Wurzeln verloren hatten oder sie nie hatten, sich dann also auf solche Kunkeleien und Spinnereien eingelassen haben. Das war immer schädlich. Also passt auf und lasst ja nicht zu, dass das bei uns in der DDR passiert. Ja, meine Frau sieht mal direkt an. Man müsse ankommen. Der Eklat im November 1988. In einer Ausgabe der sowjetischen Zeitschrift Sputnik wird Stalin mit Hitler verglichen. Honecker lässt die Zeitschrift kurzerhand von der Postzeitungsliste streichen. Ein Affront vor allem gegenüber Gorbatschow und seiner Politik von Glasnost und Perestroika. Streitpunkt hinter den Kulissen, Honecker möchte nach Bonn, aber er darf nicht. Es gab ja direkten Einspruch gegen schon festgelegte Besuchstermine für die Bundesrepublik. Also ein Gespräch mit Tschernenko damals kurzzeitig, aber doch folgenschwer, Generalsekretär, der, man kann sagen, direkt Honecker untersagt hat, in die Bundesrepublik zu fahren. Das war ein ganz schwerer, auch persönlicher Schlag für Honecker. Ich weiß von einem der Teilnehmer an einer Reise nach Algerien, dass er also auf dem Rückflug wirklich tief bewegt und traurig darüber war und meinte, er würde auch seine alte Heimat eben wahrscheinlich nie wiedersehen. Honecker wollte, nachdem er die halbe Welt schon bereist hatte, unbedingt nach Bonn. Gorbatschow wollte auf keinen Fall, dass er nach Bonn fährt und das spitzte auch die Situation zu. Warum wollte er nicht, dass er nach Bonn fährt? Weil er der Erste sein wollte. Er, das alte Vorrecht, das hatte, ob das Andropow oder Brezhnev oder wer war, das blieb dabei. Die Sowjetunion als Siegermacht fühlte sich sozusagen verantwortlich für das sowjetisch-deutsche Beziehungen und dazu gehörte in erster Linie auch die Beziehungen Moskau zu Bonn.
Im September 1987 darf Honecker endlich doch fahren. Der langersehnte Höhepunkt auf internationalem Parkett. Empfang bei Bundeskanzler Kohl in Bonn. Währenddessen nimmt der innenpolitische Druck in der DDR zu. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Die Opposition beruft sich auf Gorbatschow und fordert Reformen. Professor Biermann erläutert die Entwicklung des 1-Megabit-Schaltkreises. Und Michail Gorbatschow nimmt die Gelegenheit wahr, ihn unter dem Mikroskop in Augenschein zu nehmen. Auch Prestigeprojekte wie der 1-Megabit-Chip können über die Misere nicht mehr hinwegtäuschen. Und wenn man nur an dieses Kunstwerk, den 1-Megabit-Speicher von Jena denkt, also ich habe dazu schon öfter gesagt, da wäre der Fürst Potjomkin bald erblasst, von dieser wirklich fabrizierten und auch mit Hilfe sicher auch von Mitarbeitern der wissenschaftlich-technischen Aufklärung, diesem Vorzeigeexemplar, das dann noch Gorbatschow sich andächtig in Moskau auf der Wirtschaftsausstellung betrachten musste. Also das waren schon Dinge, über die allgemein bei allen, die damit zu tun hatte, schon Kopfschütteln herrschte. Auch einige Mitglieder des Politbüros erkennen, dass es so nicht mehr weitergeht. Im Februar 1989 trifft sich Gerhard Schürer mit Egon Krenz auf seinem Landhaus. Und ich habe also Egon dort eingeladen zu einer Yacht, weil ich ja nicht vorgeben kann, ich will mit dir reden über die Absetzung von Honecker. Also bin in den Keller gegangen, weil ich da hoffte, da kann man immer Radio anmachen, dann hören die Abhördienste nichts mit. Man musste ja damit rechnen, dass in solchen Häusern auch was installiert ist. Und Schürer war damals, das muss ich sagen, einer derjenigen, der mich drängen wollte, nun Honecker zu stürzen. Aber mehr, so hatte ich jedenfalls den Eindruck, mehr so als Art Militärputsch, dass sozusagen ich die Armee, die Genossen der Staatssicherheit und des MDI zur Loyalität anhalten sollte. Und habe ihnen dann also vorgeschlagen, dass ich im Politbüro auftreten werde, die Ablösung von Honecker mit auch in Hermann vorschlage und Egon Krenz vorschlage als neuen Generalsekretär dem Zentralkomitee vorzulegen. Und ich persönlich trete zurück, um nicht in den Verruf zu kommen, ich will irgendwie Ministerpräsident werden oder irgendwas. Ja. Und wie gesagt, wir haben nach langer Diskussion dort, er war sehr, sehr vernünftig, der Egon, es wäre völlig falsch, daraus falsche Schlussfolgerungen zu ziehen, dass er feige war oder was. Ja. Und er hat einfach gesagt, bei der Lage jetzt, wie ich sie sehe, bist du und ich natürlich dann mit, wenn mit mir abgestimmt war, sofort in die Nähe des Staatsstreiches und wir werden keine Unterstützung von diesen ganzen Leuten haben. Also es haben damals eine Reihe Fragen eine Rolle gespielt, weshalb ich gesagt habe, du, da kriegen wir jetzt keine Mehrheiten. Aber die entscheidende Frage war auch für mich, ein solcher Sturz aus meinem Gefühl wäre nur sinnvoll gewesen, wenn es vorher eine Aussprache gegeben hätte, wenn man die Situation eingeschätzt hätte. Es ging doch nicht darum, Puppen auszuwechseln oder Personen auszuwechseln. Es ging doch um die Politik. Und ich sah ehrlich gesagt damals die Möglichkeit, diese Politik noch mit Honecker machen. Das war ein Irrtum von mir. Sommer 89. Die Situation eskaliert. Über Ungarn und die CSSR flüchten Zehntausende DDR-Bürger in den Westen. Dann kam dazu, dass im Sommer 89 Honecker krank wurde. Und da gab es schon Gespräche, Leute, wir müssen was machen, aber wir müssen erst mal warten, bis er wieder da ist. Wir können ja nicht in seinem Rücken das machen. Also wollten wir so ehrlich und sauber sein, dass man das nicht in seinem Rücken macht. Aber wie gesagt, es kam alles zu spät. Im Juli bricht Honecker physisch zusammen. Die Diagnose Nierenkrebs. In den entscheidenden Monaten ist die DDR führungslos.
als nun die Leute unser Land verließen, führte er dies alles nur zurück auf äußere Faktoren, die sicherlich eine Rolle spielten, aber nicht die einzigen waren. Und er ließ sich dann zu dem Satz ja verleiten, man sollte denen, die uns verlassen haben, keine Tränen nachweinen. Das war natürlich ein sehr zynischer Satz. Und der hat mich ganz persönlich auch sehr zornig gemacht. Und ich bin daraufhin ja auch wirklich entschlossen gewesen, so geht es nicht weiter und er muss weg. Er ist eine Gefahr geworden für das Land. In der letzten Septemberwoche meldet sich Honecker in der Führung der DDR zurück. 7. Oktober 1989, der 40. Jahrestag der DDR. Ein letztes Mal genießt Honecker seine heile Welt. Am Abend gehen Demonstranten am Alexanderplatz und im Prenzlauer Berg auf die Straße und werden von der Staatsmacht brutal zusammengeschlagen. Am Montag darauf die bis dahin größte Demonstration in Leipzig. Jetzt entschließt sich Egon Krenz zu handeln. Ahnungslos fährt Erich Honecker am 17. Oktober ins Politbüro. Zur entscheidenden Sitzung. Ja, also ganz normal verfahren, weil Honecker wusste ja von nichts. Und die Tagesordnung wie üblich eröffnete mit dem Vorschlag, also Protokoll zu verlesen und den ersten Tagesordnungspunkt danach zu beginnen. Und gleich danach, ohne das überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, sprach dann Stoff. Nur der Satz, er schlägt vor, dass wir, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, also über die Absetzung Honeckers als Generalsekretär diskutieren und über die Absetzung von Witter und von Hermann. Das war schon mit vorbesprochen. Und dann ging die Debatte los. Also zunächst hat er überhaupt nicht reagiert, ich sage das nochmal. Nach diesen Bemerkungen von Stoff guckte er etwas steif, etwas ungerührt, steinern, sage ich, vor sich hin und sagte dann nach einer kurzen Pause, also beginnen wir mit der Tagesordnung, sondern das Protokoll verlesen, als ob der ja nicht gesagt hat, der Stoff nicht. Und daraufhin brach er nochmal so mit Zwischenrufen, also widerspruchlos, Moment, hier ist ein Vorschlag, wir müssen beginnen. Nicht? Und dann sammelte er sich nochmal und ließ die Diskussion zu, er leitete ja die Debatte noch. Und versuchte dann noch, das ist eben ein Zeichen dafür, dass er wirklich, obwohl er geschwächt war physisch und der Zeit und auch demoralisiert war, würde ich mal sagen, durch den Umstand, dass sich da in der Republik überall die Demonstrationen abspielten und so weiter. Also er witterte irgendwie, das konnte ja nur also das Resultat einer Absprache sein. Wie weit sie ging, wusste er nicht. Also er rief die Leute auf, zunächst mal nach dem Schema, also das könnte einer sein, der mit denen nicht zusammengeht. Also da war also auch Mittag einer der Ersten, den er aufrief. Und der Mittag entpuppte sich nun für ihn als ein echter Brutus sozusagen, der dann sagte, also der Erich, mit dem kann man das nicht mehr schaffen und der muss weg und alles Mögliche. Obwohl er selbst also ein Schweinehund besonderer Güte war, nicht? Der viele dem Honecker suggeriert hat, war das auch ein falscher Wirtschaftspolitiker da war. Na gut, das war eine der wenigen Debatten, wo eben dann alle das Wort ergriffen, auch die, die nicht eingeweiht waren, aber die nach den ersten drei Diskussionsbeiträgen merken, wie der Hase lief. Ich muss immer betonen, alle standen ja schon längst unter dem Druck dieser Entwicklung im Lande. Doch, doch, er ist dort gewesen und hat dann nach seiner Abwahl den Sitzungssaal des Zentralkomitees verlassen. Nicht? Das war also dann auch der Abgang eines alten, einsamen Mannes. Nüchtern und schmucklos die Absetzung Honeckers in den Abendnachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Egon Krenz ist seit heute neuer Generalsekretär des Zentralkomitees der SED. Zuvor hatte die 9. Tagung der Bitte Erich Honeckers zugestimmt, ihn aus gesundheitlichen Gründen von diesen Funktionen zu entbinden und ihm für sein politisches Lebenswerk herzlich gedankt.
Bei Walter Ulbricht war das, wie gesagt, irgendwie anrührender. Nicht? Bei Honecker hat mich das nicht so berührt, weil ich wirklich der Meinung war, es war mehr als überfällig. Nicht? Und die Situation, in die wir hineingeritten wurden, nicht? Und für die er ja persönlich eine große Verantwortung getragen hatte, also hat von mir keine anderen Gefühle erwarten lassen können. Honecker räumt sein Büro und zieht sich nach Wandlitz zurück. Bei seinem Amtsantritt hatte er sich geschworen, ich mache diese Arbeit bis zu meinem 65. Lebensjahr. Denn ich möchte nicht die Riege alter Männer in der Politik fortsetzen. Jetzt ist er 77. Physisch und psychisch am Ende. Die nachfolgenden Ereignisse erlebt Honecker wahrscheinlich nur noch vom Fernseher. Sein Nachfolger Egon Krenz habe die DDR in den Abgrund getrieben, wird er später sagen. Für Honecker beginnt eine Odyssee. Untersuchungshaft, erneute Nierenoperation, Flucht nach Moskau. Doch auch in Moskau haben sich die Verhältnisse geändert. Honecker wird ausgeliefert. Anders wie der Vereinigte Deutschland. Der Prozess gegen ihn wird aus gesundheitlichen Gründen eingestellt. Die letzte Reise. Am 13. Januar 1993 folgt er seiner Frau nach Chile. Die Ärzte geben ihm nur noch wenige Monate. Herr Honecker, darf ich Sie fragen, wie Sie sich fühlen? Ja. Darf ich Sie fragen, wie Sie sich fühlen? Wir bleiben dabei, O-Ton während des Fluges nicht, stumme Bilder ja, mit mir nach Feierbach. Ja, habe ich allen Journalisten gesagt, falls sie vorhin nicht in der Maschine waren, ihnen zur Kenntnis. Gut, ja? Sie sind neu zugestiegen. Bitte sehr. Herr Honecker gut? Ja, es geht ihm gut, den Umständen entsprechend. Und wenn wir ordentlich viel Ruhe haben, wird es ihm besser gehen. Ein aufrechter Kommunist. So fühlt sich Honecker bis zuletzt. Angeklagt und auf der Flucht. Am 29. Mai 1994 stirbt Erich Honecker im chilenischen Exil.